Ich begrüße euch alle recht herzlich. Ich bin die Kerstin Meinhold und übe mit euch heute die 8 Bewegungen der Wirbelsäule. Ihr kommt in einen aufgerichteten Stand, stellt die Füße parallel und hüftbreit. Schaut, dass ihr gut auf euren Zehenballen und auf der Ferse seid. Die Zehen dürfen locker aufliegen. Zieht den Bauchnabel etwas nach innen und spannt das Gesäß etwas an, sodass der untere Rücken gut stabilisiert ist. Mit der nächsten Einatmung, die kommt, nehmt die Arme über vorne nach oben. Und ausatmend kommt in eine leichte Rückbeuge, hebt das Brustbein, zieht den Bauchnabel kraftvoll nach innen. Wieder einatmend, richtet euch gerade auf, lasst die linke Hand in die Taille sinken. Ausatmend, neigt euch zur linken Seite. Einatmend, richtet euch auf, wechselt die Armhaltung. Und ausatmend, neigt den Oberkörper zur rechten Seite. Einatmend, richtet euch auf, hebt beide Arme und lasst sie mit den Oberarmen in Schulterhöhe sinken. Atmet nochmal tief in den Brustkorb ein. Ausatmen, dreht den Oberkörper zur linken Seite, das Becken schaut nach vorne, der Bauchnabel ist nach innen gezogen. Einatmen, kommt wieder zurück zur Mitte, lasst nochmal die Schultern sinken. Ausatmen, dreht den Oberkörper zur rechten Seite. Einatmen, kommt wieder zurück zur Mitte, streckt die Arme, beugt eure Knie. Und ausatmen, lasst euch langsam nach vorne in die Vorbeuge sinken. In der Vorbeuge begradigt den Rücken. So gut es geht, setzt die Hände zum Boden, zieht nochmal das Kinn zur Kehle, breitet euren linken Arm zur Seite hinaus und einatmend dreht euch oder öffnet euch zu eurer linken Seite. Ausatmend wechselt die Armhaltung und einatmend öffnet euch zur rechten Seite. Ausatmend, lasst den Arm sinken, beugt eure Knie, versucht die Oberschenkel parallel zum Boden zu bekommen und einatmend, breitet beide Arme zur Seite hinaus, zieht das Kinn zur Kehle und drückt das Brustbein zu den Oberschenkeln. Und ausatmend, setzt die Hände auf, kommt nach unten in eine Hocke und rundet den Rücken, zieht das Kinn zur Kehle heran. Mit eurer nächsten Einatmung richtet euch langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben auf. Nehmt die Schultern zurück und kommt wieder in eine Standhaltung. Diesen Ablauf üben wir jetzt im Atemrhythmus. Einatmend nehmt die Arme über vorne nach oben, zieht den Bauchnabel nach innen und ausatmend kommt in die Rückbeuge. Einatmend auf. Richten linke Hand in die Taille und ausatmend neigt euch nach links. Einatmend aufrichten und Armwechsel. Ausatmend neigt euch nach rechts. Einatmend aufrichten, beide Oberarme in Schulterhöhe. Ausatmend dreht den Oberkörper zur linken Seite, das Becken schaut nach vorne. Einatmen zurück zur Mitte drehen. Ausatmen, zur rechten Seite drehen. Einatmen, kommt zurück zur Mitte, streckt die Arme wieder, beugt die Knie. Und ausatmend, lasst euch nach vorne in die Vorbeuge sinken. Begradigt den Rücken, zieht das Kinn zur Kehle. Einatmend, breitet den linken Arm zur Seite hin aus und dreht euch zu eurer linken Seite. Ausatmend, den Arm wechseln. Einatmend, dreht euch zur rechten Seite. Ausatmend, den Armwechsel, die Knie beugen und einatmend, beide Arme ausbreiten, das Kinn zur Kehle. Ausatmend, kommt nach unten in die Hocke, rundet den Rücken und einatmend, richtet euch Wirbel für Wirbel nach oben auf. Nehmt die Arme mit nach oben, wir üben noch einen Durchlauf.
Ausatmend die Rückbeuge. Einatmend aufrichten, linke Hand in die Taille. Ausatmend neigt euch nach links. Einatmend aufrichten und Armwechsel. Ausatmend nach rechts. Einatmend aufrichten, Oberarme in Schulterhöhe. Ausatmend die Drehung. Einatmend zurück. Ausatmend zur anderen Seite. Einatmend zurück, Arme strecken, Knie beugen. Ausatmend in die Vorbeuge. Linken Arm ausbreiten. Einatmend, dreht euch zur linken Seite. Ausatmend, Armwechsel. Einatmend, dreht euch zur rechten Seite. Ausatmend, Arm sinken, Knie mehr beugen. Einatmend, die Adlerhaltung, beide Arme ausbreiten. Und ausatmend, nach unten in die Hocke kommen. Den Rücken runden. Einatmend, Wirbel für Wirbel wieder nach oben kommen, zieht die Schultern zurück, bleibt einen Moment in eurer Standhaltung, schließt einen kurzen Moment die Augen und spürt eure Wirbelsäule. Nächsten Einatmung, öffnet wieder die Augen und dann bedanke ich mich.